Hallo und guten Tag aus Jesteburg. Im Namen unserer St. Martins Kirchengemeinde darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Wir wollen heute gemeinsam mehr über unsere Orgel lernen. Die Orgel wird ja gemeinhin als Königin der Instrumente bezeichnet. Aber warum ist das eigentlich so? Und immer wieder hört man, dass sie aus Luft Musik macht. Was bedeutet das? Fragen über Fragen. Unser Chorleiter und Organist Axel Schaffran wird sie uns gleich beantworten. Tastatur hat, so wie ein Klavier. Und doch klingt sie ganz anders. Warum? Ja, in der Tat. Erstmal haben wir ein Klavier hier. Und zwar nicht nur eins, sondern sogar zwei. Und es gibt noch ein Klavier, was mit den Füßen zu bedienen ist. Und beides geht sogar zusammen. Klaviatur ist vor allem ziemlich notwendig, weil man sonst eigentlich immer bloß einen Ton zur Zeit spielen könnte. Aber wie man es vom Klavier her als Komfort gewohnt ist, kann man mehrere Töne zur Zeit spielen. Und sogar Sachen, die in der modernen Orgelliteratur vorkommen, kann man mit der Orgel machen. Das probieren Sie mal mit einer Flöte oder sowas. Also das geht einfach nur, wenn man eine Klaviatur hat, mit der man mehrere Töne auf einmal ansteuern kann. Ja, und doch klingen die Pfeifen doch ganz anders als das Klavier. Wie kommt das? Ja, das vor allem, weil es einfach Pfeifen sind. Das Prinzip kennen wir von anderen Blasinstrumenten. Erstmal andersrum. Beim Klavier, was schwingt dann beim Klavier? Das ist ja eine Saite, wie bei der Violine, aber bei der Violine wird sie angestrichen, beim Klavier wird sie mit so einem Filzhammer angeschlagen. Das macht dann diesen ziemlich präzisen Klang, der relativ neutral auch klingt. Und so eine Orgel ist, ja, wie man an den Pfeifen sieht, eigentlich ein Blasinstrument. Das Prinzip kennt man von der Blockflöte. Ich habe hier ganz zufällig mal eine mitgebracht. Das kennen wir alle. Reinblasen und sich ein bisschen fürchten, vor allem wenn mehrere Blockflöten zusammenspielen. Da kommt ein Ton raus und wo kommt der Ton her? Das kann man ja mal ausprobieren, indem man verschiedene Sachen mit diesem Rohr macht. Das ist ja ein Rohr mit mehreren Löchern und ich halte jetzt mal alle Grifflöcher zu und jetzt mache ich alle Grifflöcher auf. Das verändert also die Tonhöhe. Dann halte ich mal hier unten zu. Das verändert eigentlich gar nichts. Das heißt, entgegen dem, was man eigentlich denkt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass hier unten die Luft raus kann, sondern was das Entscheidende ist, hier oben. Wenn ich das zuhalte, dann passiert da kein Ton. Das ist bei allen Blasinstrumenten so. Es gibt einen sogenannten Vibrator und einen Resonator. Der Vibrator ist hier oben an dieser Schneide. Das ist nämlich die Luft, die da drauf kommt. Und dann an dieser Schneide gespalten und verwirbelt wird. Und dadurch entsteht da so eine Schwingung. Und der Resonator ist der ganze Rest der Flöte. Das sorgt dafür, dass es dann nach irgendwas klingt. Also wenn ich nur das hier oben mache, klingt irgendwie ziemlich schrecklich. Mit dem Rest dazu ist es dann irgendwie schon schöner. Und mit dem Rest kann ich dann auch die Tonhöhe. Die Tonhöhe verändern. So, das haben wir im Prinzip auch hier bei unseren Pfeifen. Ich nehme mal eine raus. Ja, so viel zum Thema Metallfraß.
wir haben ja auch eine Pfeife, die hat ein sehr langes Anblasstück. Das ist aber einfach bloß aus optischen Gründen, dass man hier halt, dass das hübsch aussieht. Und hier haben wir wieder diese Schneide, die dafür sorgt, dass da der Vibrator, dass im Vibrator eine Schwingung entsteht. Und dieses restliche Stück der Pfeife ist eben der Resonator. Und was zu einer Blockflöte fehlt, sind die Grifflöcher. Das heißt, dieses Ding kann immer bloß einen einzelnen Ton. Und deshalb gibt es für jeden einzelnen Ton eine einzelne Pfeife. Das ist eigentlich eine wahnsinnige Verschwendung. Wie gesagt, bei einer Blockflöte kann man mit einem Rohr eben viele verschiedene Töne rauskriegen. Und hier ist immer ein Rohr, ein Stück teures Metall. Orgeln sind alt, Metall war damals teuer. Ein Stück teures Metall bloß für einen einzigen Ton zuständig. Das ist eigentlich eine Verschwendung. Aber das ermöglicht dann eben, dass man, auf einer Blockflöte kriegt man nicht zwei Töne gleichzeitig raus. Aber wenn man für jeden Ton eine einzelne Pfeife hat, dann kriegt man eben mehrere Töne gleichzeitig raus. Also aus Luft wird Musik. Aber wo kommt die Luft jetzt her? Die Luft, ja genau, bei der Blockflöte ist es ja der Mensch, der anbläst. Und jetzt müssten wir mal in die Orgel reingucken, das machen wir auch gleich. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein Haufen Menschen drin sitzt, die irgendwie die ganze Zeit irgendwo fleißig reinpusten. Aber fast so. Heutzutage gibt es da Elektromotoren, die dafür sorgen, dass die Luft aus dem Raum genommen wird und dann als Druck in ein Röhrensystem reingeschickt wird. Früher war das durchaus anders. Ne? Elektrischen Strom haben wir seit 1880, 1890 ungefähr in Jesteburg, weiß nicht, aber jedenfalls Orgeln sind viel älter als elektrischer Strom. Was hat man früher gemacht? Da müssen wir jetzt einmal um die Orgel rumgehen. Ja, wie kommt die Luft in die Orgel, bevor es Strom gab? Was notwendig ist, gab es damals schon, nämlich Blasebälge, Schöpfbälge und Magazinbälge. Schöpfbälge, mit denen die Luft aus dem Raum gezogen, geschöpft wurde, und Magazinbälge, in der sie dann gespeichert wurde und unter einen konstanten Druck gehalten wurde. Konstanter Druck ist relativ wichtig, damit das Orgelspiel dann auch gut klingt. Das werden wir auch gleich noch erleben. Und das wurde mit reiner Muskelkraft gemacht. Wir sehen hier diesen hübschen Balken und wir sehen hier einen Griff zum Festhalten. Und bei anderen Orgeln ist das schon abgebaut, bei unserer Jesterburger Orgel ist das glücklicherweise noch erhalten. Hier kann man einfach drauf treten und dann wird mit dem Schöpfbalg Luft gezogen und in den Magazinbalg eingespeichert und dann hat man da Luft. Und Technik an und dazu mal, wir haben sogar ein Druckmesser, das ist dieses Anzeigeteil hier. Das ist diese kleine Nase von Holz, die hier rauskommt. Die steht jetzt ganz unten, weil ich habe den elektrischen Motor ausgemacht. Und deshalb ist kein Druck auf der Orgel. So. Früher, jetzt kann man sich überlegen, wer früher dazu verdonnert worden ist, hier dafür die Luft zu holen und die Luft zu treten, während der Organist, das war meistens der Dorfschullehrer, während der Organist gespielt hat. Wer sind immer die Schwächsten, die sowieso in den Gottesdienst kommen müssen? Die armen Konfis. Die haben früher hier gestanden und haben dann da getreten. Konfis haben wir heute nicht, aber Frau Berganda studierte Juristin und sonst auch kompetent. Probieren Sie mal. Mit aller Kraft. Mit aller Kraft. Oh je. Ja, genau. Und nochmal, bis der Anzeiger da ungefähr in der Mitte ist. Jawohl. So, und jetzt werde ich mal spielen und dabei wird Luft verbraucht und Sie schauen mal zu, dass der Anzeiger immer schön in der Mitte bleibt. Schnell rauslassen wollen, dann gibt es auch dafür ein probates Mittel. Und zwar sehen Sie diesen Holzspund da, ziehen Sie den mal kräftig raus. Ja, genau. Hört man jetzt direkt und sieht man auch an dem
Druckanzeiger, wieder die Luft schnell entweicht. Und jetzt ist der Magazinbalg leer. Und wenn der Druck dann alle ist, dann gibt es auch keinen Ton mehr. Dann kann ich hier machen, was ich will. Es gibt keinen Ton. Erst wieder, wenn ich dann den Strom anschalte. Dauert einen kleinen Moment und dann haben wir wieder Klang. Töne aus Luft. Also, wir wissen jetzt, wo die Luft herkommt und wir wissen, dass der Ton aus den Pfeifen kommt. Aber was passiert dazwischen? Dazwischen gibt es ein ziemlich ausgedehntes Labyrinth mit einem großen Kanal, der beginnt bei dem Magazinbalg und geht dann über bestimmte Verteilungsebenen, sodass tatsächlich jede einzelne der Pfeifen ihre einzelne Luft bekommt. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Ja, was ist ein Windkanal? Wir haben ja auf der Seite unsere Bälge, Schöpfbalg und Magazinbalg. Und aus dem Magazinbalg, was hier aussieht wie ein stumpfer Eichenbalken, das ist in Wirklichkeit ein Rohr. Ein Rohr, was aus Holz zusammengezimmert ist. Und hier läuft die Luft, der Druck durch. Und hier sieht man, dass es winddicht, luftdicht abgedichtet ist mit so alter Technik. Papierstreifen und hier geht dann der Luftdruck weiter nach oben. So kommt also die Luft in die Nähe der Pfeife. Und woher weiß die einzelne Pfeife, dass sie dran ist, dass sie spielen muss? Ja, da gibt es, also im Prinzip gibt es zwei vegetative Systeme, die die Orgel durchziehen wie im menschlichen Körper. Und das eine, wie gesagt, ist die Luft, das ist eigentlich wie so ein Blutkreislauf, da kommt die Energie, das, wo die Musik dann rauskommt, an jede einzelne Pfeife, an jeden einzelnen Teil. Und das andere System ist eigentlich vergleichbar im menschlichen Körper dem Nervensystem, nämlich die Information, was gerade irgendwo draußen an der Peripherie des Körpers getan werden soll. Das heißt bei der Orgeltraktur, und das ist hier direkt hinterm Spieltisch. Es gibt Orgeln, das ist hier oben beim Spieltisch untergebracht. Bei dieser Orgel geht es direkt nach unten. Das können wir hier sehen. Ich mache das mal gerade auf. So, da sehen wir hier also einen Haufen kleiner Holzstäbe. Normalerweise sind das sogar noch dünnere Holzleisten, ganz dünne Holzlamellen, so irgendwie 1 bis 2 mm. Plus dick, immer aus gut abgelagertem Buchenholz. Hier bei dieser Orgel sind das so richtige Quadrathölzerchen, die ist ein bisschen robuster gebaut. Und die sorgen dafür, dass die Information von der Taste, ich drücke mal eine, sehen Sie es, da geht es runter. Das ist die Information von der Taste über Winkel, Hebel, Umlenker und diese Stäbe übertragen wird durch die ganze Orgel, sodass an der entscheidenden Stelle ein Ventil aufmacht, das dann, wo der Luftstrom ankommt, durch die Traktur das Ventil geöffnet ist und dann geöffnet wird und dann die einzelne Pfeife nur anspricht. Und das funktioniert mit oder ohne Ton. Also ich kann auch, ne, das bewegt sich auch, wenn kein Ton kommt. Und ich kann auch andersrum, ich kann auch hier einfach reingreifen. Ich kann in jeder beliebigen Stelle der Traktur reingreifen und Töne erzeugen. Ich könnte eigentlich auch mitten in der Traktur sitzen und von da aus Orgel spielen, wenn das nicht mit den Tasten viel einfacher wäre, weil, wie man es vom Klavier kennt. Also, lieber Herr Schaffmann, Sie haben gesagt, jede Pfeife einen Ton. Und wie kommt es jetzt zu dem einzelnen unterschiedlichen Ton? Ja, das ist tatsächlich wieder wie bei der Blockflöte, haben wir vorhin gesehen. Je mehr Löcher man zumacht, desto tiefer wird der Ton. Und je mehr Löcher man aufmacht, desto höher wird der Ton. Also, lange Röhre, lange Luftsäule, sagt der Physiker, desto tiefer der Ton und kürzere Luftsäule, desto höher der Ton. Und deshalb ist das vor allem der Unterschied, dass die Pfeifen verschieden lang sind. Nun sind die hier so eingebaut, dass sie alle eigentlich ganz schön gleich lang aussehen, aber das ist bloß zu Schmuckzwecken, das täuscht. Entscheidend ist, ich nehme mal wieder zwei Pfeifen raus. Einmal hier diese. Übrigens, zum Beweis, dass ich die wirklich rausgenommen habe, ich spiele einmal hier durch und Sie werden sehen, es gibt eine Lücke. Also, anstatt die zu spielen,
Deswegen kann ich sie auch selber anlassen. Also, was in der Tat die Tonhöhe ausmacht, ist die Länge der Pfeife von hier, vom Vibrato, vom Aufschnitt, bis zum Pfeifenende. Dieses ganze Stück macht die Tonhöhe aus und wir sehen, das ist relativ lang. Also wenn man jetzt so guckt, da gibt es hier in der Mitte noch dieses Ofenrohr, das ist noch länger, das ist also ein Pfeifen ist noch tiefer, aber das ist schon relativ lang, also relativ tief. Und wenn wir es hier auf der Klaviatur sehen, wir haben ja eben gesehen, das ist der fehlende Ton, das ist auch schon relativ weit links auf der Klaviatur, also bei den relativ tieferen Tönen. Jetzt nehme ich mal eine andere Pfeife. Die soll es sein. Und insgesamt sind die zwar eigentlich ganz schön gleich lang, aber ich sage dir, entscheidend ist nur der Abschnitt zwischen Aufschnitt und Pfeifenende. Und da ist das hier deutlich kürzer. Es ist weniger als die Hälfte nur so lang. Und deshalb ist der Ton ein bisschen höher als eine Oktave höher. Ne? Das war der alte Ton. Ich blase ihn nochmal an. Und der neue ist deutlich höher, eben eine None höher. Eben weil es kürzer ist. Und der Rest, das was hier unten angelötet noch ist, das ist nur zu Schmuckzwecken, damit sich insgesamt so eine schöne Reihe der Aufschnitte ergibt, damit das so insgesamt harmonisch aussieht. Ne? Man achtet bei der Orgel, jedenfalls bei den Pfeifen, die vorne stehen, auch auf das Äußere, die sogenannten Prospektpfeifen und der gesamte Orgelprospekt hier mit den Schleierbrettern, die sind hübsch geschnitzt und bemalt und der Rest soll sich eben auch zu einem hübschen Gesamteindruck vereinen. Sie sagten gerade, das sind nur die Pfeifen, die vorne stehen. Wie viele gibt es denn noch? Viel mehr noch. Also in der Tat, das ist ja erstmal eine relativ kleine Orgel, sind wir mal ehrlich. Schon da stehen einige Pfeifen vorne, aber viel mehr sind eben noch dahinter. Und vorne stehen immer die, die auf eine bestimmte Art und Weise gleich aussehen. Und was hermachen. Gleich aussehen, wie gesagt, eigentlich sehen sie ein bisschen unterschiedlich aus, aber der wirkliche Unterschied ist eigentlich nur die Länge und was dann alles dazu gehört. Also längere Pfeifen werden auch ein bisschen dicker und der Rest ist einfach bloß, dass es hübsch aussieht. Ansonsten sind die sich ziemlich ähnlich in ihrer Machart, dass sie zum Beispiel zylindrisch verlaufen. Und dass sie aus Metall sind und dass sie rund sind. Und das macht sie alle ähnlich und deshalb klingen sie auch alle sehr ähnlich. Wenn ich das mal der Reihe nach durchspiele. Das klingt alles so im Wesentlichen ähnlich. Andere Pfeifen klingen ganz anders. Mal gucken, dass ich eine erwische. Klangfarbe, eine etwas sanftere Klangfarbe. Und das liegt daran, dass die Pfeifen dann auch tatsächlich anders aussehen. Das können wir aber erst sehen, wenn wir mal in die Orgel reingehen. Ja, erzählen Sie was dazu, Herr Schaffrat. Das sieht ja sehr interessant aus. Ja, das sieht fast ein bisschen wirr aus. Und Wir sehen jetzt hier von der Rückseite die Prospektpfeifen. Die sehen schön aufgeräumt aus. Ne? Da sieht man, wie die da alle nach vorne gucken und durch den Prospekt durchgucken. Aber hinter jeder der Prospektpfeifen steht in einer senkrechten Reihe eine ganze Folge von anderen Pfeifen. Und alle Pfeifen, die hintereinander stehen, kann man mit derselben Taste anspielen. Das heißt, wenn ich eine Taste spiele, kann ich im Prinzip jede dieser Pfeifen hier hintereinander erwischen. Und die klingen dann ganz unterschiedlich. Ich nehme mal welche, die wirklich hintereinander sind. Das ist die eine. Und die. Irgendwie derselbe Ton, aber eine andere Klangfarbe. Also härter, klarer, weniger weich. Nehmen wir noch eine. Das ist fast derselbe Ton. Wenn man genau hinhört, stellt man fest, er ist eine Oktave tiefer. Er klingt auch nochmal ein bisschen hohler, ein bisschen
ja, wie so ein Kreuzchenschrei, etwas auch weich, aber eben auch eben hohler. Und hier haben wir auch nochmal einen ganzen Satz von Pfeifen. Das kennen wir im Prinzip schon als Klang. Die ist ganz ähnlich wie die andere, die wir eben schon gehört haben. Und hier. Etwas, was nach einem anderen Ton klingt. Und wieder nochmal derselbe Ton, aber in höher. Und das sind eben alles Töne, alles Pfeifen, die ich mit einer einzigen Taste ansteuern kann. Ja, faszinierend. Wie viele Pfeifen haben wir hier insgesamt? Ich habe es nicht durchgezählt, ich habe es nicht gerechnet. Aber also man kann es rechnen, man kann die Anzahl der Tasten nehmen, multipliziert mit der Anzahl der Register. Mhm. Register, das glaube ich, sollten wir gleich nochmal klären, was das ist. Register, das ist bei der Orgelname für die sozusagen verschiedenen Instrumente. Also wir haben ja eben gesehen, dass jede Pfeife, die da hintereinander stand, die also zur selben Taste gehört, dass die eine verschiedene Klangfarbe hat. Und das kann ich jetzt hier auch einmal machen. Ich halte einfach mal die Taste gedrückt. Und wir stellen fest, wenn ich die einfach gedrückt halte, kommt erstmal gar nichts, obwohl der Strom diesmal an ist. Aber jetzt ziehe ich mal ein Register. Wenn man genau hingehört hat, das letzte waren drei Töne auf einmal. Ich habe jetzt jedes Register, was hier mit diesem Manual spielbar ist, nacheinander gezogen. Den Ausdruck, alle Register ziehen, kennt man ja. Das erschreckt immer die Gemeinde, wenn ich das dann beim Choralspiel mache, dass ich irgendwie zwischen zwei Strophen die Klangfarbe wechseln will, weil es in der einen Strophe irgendwie um Demut geht und in der anderen Strophe dann Herrlichkeit Gottes. Und Demut ist dann eher sowas. Und Herrlichkeit Gottes ist dann eher sowas. Und das Geräusch, wenn man alle Register zieht, das erschreckt immer die Gemeinde ein bisschen unten, weil die dann, was macht er mit der Orgel? Aber das gehört einfach dazu. Wenn die Orgel jetzt renoviert wird, werde ich mal anregen, dass da kleine Filze hinter eingebaut werden, dass das Geräusch nicht ganz so knallt, dass die Gemeinde ein bisschen beruhigt ist. Das ist so das, was man an normalen Registern hat in der Orgel, eben so die Prinzipalreihe mit den verschiedenen Tonhöhen und dann eben so ein paar Sachen, die ein bisschen anders klingen. Wie gesagt, das Gemshorn klingt weicher, der Gedanke klingt weicher, das Gemshorn klingt auf eine andere Art und Weise auch weicher und wieder eine Oktave höher, auch da gibt es dann einen Vierfuß. Aber es gibt dann auch Register, wo man sich ein bisschen wundert, die ein bisschen besonders sind. Eins hatte ich ja schon in die Mixtur, da steht nicht drei Fuß, wie man denken kann, sondern tatsächlich dreifach drunter. Das ist da, weil, hatte ich schon drin eben gezeigt, weil auf jeder Taste werden drei Pfeifen auf einmal angespielt. Das hört man vielleicht ein bisschen. Und es klingt eigentlich ziemlich schräg. Das ist tatsächlich ein Register, was man nur braucht, um es zu anderen Registern dazu zu tun. Das funktioniert nicht alleine, das funktioniert nur zum Beispiel mit dem sogenannten Prinzipalchor. Also wenn ich Prinzipal und beide Oktaven ziehe, das heißt dann Prinzipalchor, das klingt erstmal so. Und mit der Mixtur für Mischung, eben weil da mehrere Pfeifen noch zugemischt werden, mehrere Obertöne zugemischt werden, dann kriege ich das so einen silbernen Klang. Das ist genau das, was wir für Weihnachten dann auch haben wollen, ne? Wenn wir das bloß so spielen würden, wird kein Mensch denken, es ist Weihnachten, sondern dafür braucht man eben hier den vollen Klang. Und dafür ist eben die Mixtur gut. Dann gibt es die Posaune. Die klingt ein bisschen so, wie eine Posaune tatsächlich klingen sollte. Die haben wir im Pedal. Und
weiß nicht, ob Sie finden, dass es klingt wie eine Posaune. Ein bisschen knorziger als eine Posaune. Da kommen wir auch zu etwas, was bei dieser Orgel eine gewisse Besonderheit ist. Ganz allgemein, man sieht ja immer die Pfeifen aus Metall. Und das ist aber nicht zwangsläufig so. Blockflöte, zum dritten Mal das Beispiel, ist ja aus Holz. Und andere Holzblasinstrumente, wie der Name schon sagt, sind auch aus Holz. Aber zum Beispiel die Flöte, Querflöte im Orchester, die auch zu den Holzblasinstrumenten zählt, ist aus Metall. Also da merkt man, das Material ist gar nicht so entscheidend. Früher im Barock waren die Querflöten auch aus Holz oder sogar aus Elfenbein. Und heutzutage sind sie aus Metall. Und auch bei dieser Orgel haben wir Pfeifen aus Holz. Das ist eine der größeren, wie man sieht. Die hat hier oben so ein Stöpsel drin. Das sagt uns, dass sie auch zu der Familie der gedeckten Pfeifen gehört, also der gedeckten Pfeifen, die oben zu sind. Und die liegt hier auch aus gutem Grund außerhalb der Orgel. Die ist nämlich kaputt. Die gibt ein bisschen Klang, aber die spricht insgesamt sehr schlecht an mit dem Klang. Aber hier sehen wir also, dass es gibt Pfeifen aus Holz. Das hat schlicht und einfach ökonomische Gründe. Ist kostengünstiger. Holz ist kostengünstiger und es ist auch durchaus leicht zu verarbeiten, jedenfalls in so einer Größe. Also eine kleine Pfeife aus Holz herzustellen, das wäre ziemlich aufregend anstrengend. Ja. Aber hier nimmt man einfach vier Bretter und nagelt sie zusammen. Mhm. Aufpassen muss man hier mit der Schneide, das ist wie gesagt der Vibrator, das ist immer der empfindlichste Teil von der ganzen Angelegenheit. Das ist tatsächlich echte gute Handwerkskunst, aber der Rest ist eigentlich relativ simpel und leicht herzustellen. Und das hat dann dazu geführt, dass bei dieser Orgel, das ist jetzt, also solche Gedankenpfeifen aus Holz, die sind normal, die gibt es eigentlich in fast jeder Orgel. Aber was an dieser Orgel schon relativ speziell ist, ist diese Teile hier. Das ist die Posaune, die wir eben gehört haben. Und die ist aus Holz. Und zwar sieht nicht so aus wie das hier, mit so einem quadratischen Querschnitt, der zylindrisch nach oben geht mit gleicher Weite, sondern das ist konisch. Das wird also unten beginnt das schmal und geht nach oben immer weiter. Das braucht man typischerweise, damit eine Posaune nach Posaune klingt, dass es so trichterförmig nach oben geht. Trompeten und Posaunen, das sind beides Orgelregister, die sehen immer so aus. Aber hier eben bei der Orgel ist besonders, dass das eben aus Holz zusammengezimmert ist, die Posaune. Das gibt es manchmal, aber eben eher selten. Vom Klang, wie gesagt, macht das wenig Unterschied. Egal, ob man jetzt findet, dass die Posaune wirklich überzeugend wie eine Posaune klingt oder auch nicht. Aber andere Posaunen, auch die mit Posaunen aus Metall, klingen auch gar nicht viel anders. Okay. Also Holz oder Metall macht wenig klanglichen Unterschied, sondern hauptsächlich Kostenunterschied und eben ein bisschen optischen Unterschied. Auch bei Metall gibt es Unterschiede, zum Beispiel im Prospekt verwendet man ein anderes Metall, eine andere Metalllegierung, die sogenannte Pfeifenspeise. Das ist eine Metalllegierung, immer aus Blei und Zinn, aber in unterschiedlichen Anteilen. Je höher der Bleianteil ist, desto billiger ist das ganze Ding und desto stumpfer ist das Metall. Ich greife hier mal zwischen und greife mal hier eine raus im direkten Vergleich. Oh, ja. Also das ist deutlich stumpfer und man hört auch, das klingt ein bisschen dumpfer als, das ist etwas heller schon vom Klang her. Das ist einfach hier ein deutlich höherer Bleianteil und ein geringerer Zinnanteil. Und hier ist eben mehr Zinn, das glänzt dann mehr. Naja, jedenfalls nach der Renovierung wird es dann wirklich mehr glänzen. Jetzt ist es auch ein bisschen schädlich. Manchmal tut man sogar ein bisschen Zink rein, um den Klang dann noch, um die Helligkeit und den Glanz der Pfeife dann noch strahlender zu machen. Und, wo wir schon wieder beim Prospekt sind, dann gibt es noch Orgeln, die haben ganz speziellen Spielkram. Hat nicht jede Orgel, aber jeder Organist, der es hat, hat Freude dran. Ein sogenannter Zimbelstern. Das ist ein Register, das hat gar keine richtigen Töne. Das ist einfach was, was man zieht. Und dann beginnt sich oben in der Orgel was zu drehen. Meistens ist das außen auch verbunden mit einer
einen geschnitzten Holzstern, der sich dann beginnt zu drehen, und dahinter ist ein kleines Glockenspiel. Das wird dann durch den Wind, durch den Spielwind mechanisch angetrieben, und das dingelt dann die ganze Zeit so vor sich hin. Und sparsam einzusetzen, wenn man es immer macht, dann ist es furchtbar nervig, aber das ist eben auch was für Weihnachten. Das ist dann immer Heiligabend, kommt dann der Zimbelstern zur Geltung. Ich würde gerne mal auf die Register zurückkommen. Wie viele Register haben wir denn jetzt hier? Ja, das ist tatsächlich so, das kann man dann wirklich mal ganz leicht abzählen, denn für jedes Register gibt es einen Registerzug, und da kann man hier einfach die Registerzüge abzählen. Wir haben Prinzipal 8 Fuß, Bordun 16 Fuß, Oktave 4 Fuß, Mixtur dreifach, Gedankt 8 Fuß, Gamshorn 4 Fuß, Oktave 2 Fuß. Das sind alles die Register, die zum Manual, also zur Klaviatur für die Hände gehören. Hier haben wir übrigens noch ein, da steht Vacat drauf, das heißt auf Lateinisch so viel wie es ist leer. Das ist ein Registerzug, den kann man auch gar nicht ziehen, sondern einfach so ein Knopf hier, da ist nichts hinter, der ist bloß, damit es schön symmetrisch aussieht. Also wir haben hier eben auf dem Manual insgesamt 7 Register. Die Mixtur zählt sozusagen dreifach, das haben wir insgesamt also 9 Register. Dazu im Pedal erstmal das Standardregister vom Pedal, der Subbass. Ziemlich leise, damit man da überhaupt was hört, der Oktavbass dazu. Wenn man noch mehr Klang haben will, Oktavbass 4 Fuß noch oben drauf. Die hatten wir schon angesprochen. Die ist dann richtig laut und knackig. Die kann man eigentlich nur brauchen, wenn man es sowieso laut haben will. Auch wieder typisches Weihnachtsregister. Also dann haben wir im Pedal nochmal 4 Register. Und damit, also insgesamt 7 plus 4 macht 11. 11 Register hat diese Orgel. Das ist eine eher kleine Orgel. Also überhaupt, dass es nur eine Klaviatur für die Hände, nur ein Manual gibt, ist schon erstmal relativ klein. Normale Orgeln haben 2. Und das gibt es dann aber bis zu 5 Manuale. Also richtig, richtig sehr große Orgeln, die sich kein Mensch leisten kann. Die haben dann 5 Manuale. Und wenn man sagt, dass auf jedem Manual so ungefähr 8 bis 20 Register stehen, kann man dann ausrechnen, dass also große Orgeln tatsächlich auf 100 Register kommen. Wir, wie gesagt, hier haben 11 Register. Und da kann man jetzt auch die Frage beantworten, die Sie zwischendrin gestellt hatten, nämlich wie viele Pfeifen das Ganze hat. Das muss man einfach bloß die Anzahl der Register multiplizieren mit der Anzahl der Tasten. Wir haben hier im Manual 4,5 Oktaven, also ungefähr 54 Tasten, und mal die Anzahl der Register, 9, macht ungefähr, also 7 Register, aber die Mixtur, wie gesagt, zählt dreifach, deshalb zählt es für 9 Register. Auf jeder Taste stehen also 9 Pfeifen. Also 54 ungefähr mal 9 macht rund 500. Und im Pedal 4 Register mit 2 Oktaven und ein bisschen, also ungefähr 4 mal 25 macht 100, macht zusammen also 600 Pfeifen. Damit ist diese Orgel jetzt schon mal eine ziemlich kleine. Eine normale Kirchenorgel beginnt so ab 1000 Pfeifen und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Also wie gesagt, mehr geht immer und macht dem Organisten Spaß. Das glaube ich. Und trotzdem ist auch unsere kleine Orgel eine Königin der Instrumente. Eigentlich fast mehr eine Prinzessin der Instrumente hier in Jesperburg, aber genau, wegen dieser Vielseitigkeit, weil sie alle anderen Instrumente in sich vereint, aber eben auch wegen ihres liturgischen Zwecks, da werden wir vielleicht im späteren Video nochmal drauf zurückkommen, gilt sie eben als die Königin, die erhabenste unter den Instrumenten. Und wie gesagt, also hier haben wir eine ganz schöne Prinzessin der Instrumente. Das sind doch schöne Abschlussworte hier aus unserer St. Martinskirche in Jesteburg. Wir verabschieden uns damit und freuen uns, Sie ein anderes Mal wiederzusehen. Bis dahin, bleiben Sie behütet.